So, weiter geht's. Folge 45 von Let's Play Subnautica. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Letzte Folge habe ich die Degasi-Basis erforscht, habe da alles mitgenommen, was ich kriegen konnte, glaube ich. Ich könnte noch den Wasserfilter als nächstes bauen. Also die Wasserfilterstation. Das werden wir, glaube ich, auch demnächst angehen. Aber wir möchten ja ein bisschen was erleben. Deswegen gehen wir raus. Wir haben nicht mehr genug Energie, glaube ich. 28. Das heißt, bevor wir rausgehen, werden wir uns eine Energiezelle noch bauen müssen. Eine Energiezelle. Was brauchen wir für eine Energiezelle? Electronic. Energiezelle. Braucht Silikongummi. Das müssten wir, glaube ich, noch haben. Silicon Gummy! Frage ist, ich glaube unten. Davon hatte ich jede Menge Scheiß. Tanne, Bauzeug. Genau, Silicon Gummy haben wir. Ich glaube, einer war es, oder? Ich glaube ja. Einmal Silicon Gummy. Und dann können wir eine Energiezelle bauen. Die brauchen wir für unsere gute alte Seemotte, denn die raucht bald ab. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben hier die Kameras. Da haben wir Rettungskapsel auf dem Meeresboden gesunken. Das ist allerdings etwas kompliziert, weil das, glaube ich, in der Nähe des Reapers ist. Deshalb werden wir uns mal dahin Gefechtsübertragung des zweiten Offiziers Keen. Und wir suchen wieder nebenbei nach Ressourcen. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben noch ein paar offene Fragen. Ich werde demnächst auch, glaube ich, die Plattform bauen. Denn das, meine Damen und Herren, ist tatsächlich das, was wir brauchen. Oder machen wollen. Um von hier zu verschwinden. Das ist letztendlich das Ziel. Und wir wollen das natürlich selber auch heilen, kurieren. Das gehört natürlich auch dazu. Aua. Aua. Oh, da ist ein Fischerzahn. Hier gibt es noch ein paar Sandsteine, nicht? Noch mehr Schrott. So, da wissen wir ja schon, dass die Dinger giftig sind. Gut, also da hinten ist es. Möglicherweise rein, oder? Ein bisschen Wracktauchen machen. Ach, da fällt mir gar nicht. Ich kann ja noch die Dingsbumsflasche machen. Verbesserte. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased.
bevor wir das machen, werde ich, glaube ich, mal ganz kurz gucken, was hier hinten noch so ist. Soundtrack ist, aber wirklich sagen, dass das alles sehr, sehr, sehr stimmungsvoll ist. Okay. Wasser. Oh, das war mal... Ne, war kein Scannerraum. Sah so aus. Das können wir öffnen. Fragment der mobilen Fahrzeugstation. Das haben wir leider schon. Leichte Tauchflasche. Den Spind kennen wir irgendwo her. Subkanone. Haben wir auch schon. Auch die Batterieladestation haben wir schon. Hat sich gelohnt, hier mal nochmal vorbeizuschauen. Au. Da ist nichts drin. Diese komischen Killerfische, die hier sind. Das muss unter mir irgendwo sein. Was denn? Ich habe gerade irgendwie vergessen. Ah, okay. Oh fuck. Darunter ist das. Oh nein, it is so deep!
Zeit zu speichern. Diversity in this region is unusually low. Cause unknown. Artenvielfalt ist sehr gering. Aber dafür gibt's mega Monsterviecher oder was? Ja, genau. Welcome aboard, Captain. Sieht aus wie so Vulkanschlunde. Ich sehe rein gar nichts. Oh Mann, das ist unter 300 Meter, oder? Was ist das denn für ein Zeug? Ah! Würmer! Was ist da am Schiff dran? Das Würmerlein. Irgendein komischer Parasit. Abgefahren, das sieht aus, als wären das Augen. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Okay, hier gibt's jede Menge Scheiß zu finden. Hier gibt's die ganz fetten Ressourcen. Scheiße. Und ich habe mal wieder kein Dings mit uns mitgenommen. Keine Signalboje. Es wäre halt mega gut gewesen jetzt. Na gut, dann fahren wir mal in die Höhle des Löwen. Gerade so sollte das reichen.
Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Ressourcen, aber die braucht man nicht unbedingt, weil wir auf der Insel den ganzen Schrott ja auch bekommen. Was liegt denn da? Da liegt irgendwas unten am Boden. Signal location uploaded to PDA. Integrating new PDA data. Ja, dann nix wie raus hier, oder? Was denn? Ah, oh, Moment, dann ist ja hier eine Basis von denen. Wärme ausgetauscht oder sowas. Also ist hier irgendwo eine Basis von denen. Okay, ich würde mal sagen, wir werden uns mal noch Rubin, dann natürlich das Aluminiumoxid, was zu essen reinpfeifen und dann werden wir mal gucken. Rettungskapsel. An die gesamte Besatzung. Wenn Sie das hier lesen, sind Sie gegen meine Befehle dem automatischen Notsignal gefolgt, das vom Bordcomputer dieses Rettungskapsel gesendet wird. Ich war gezwungen auszusteigen. Ihre Befehle sind, meine Sicherheit zu ignorieren und zu versuchen, die übermittelten Treffpunktkoordinaten auf diese der nächsten Landmasse zu erreichen. Ich hoffe, Sie alle dort zu treffen. Das ist eine Landmasse.
Oh, hier sind wir. Wir sind hier bei der Insel. Angekommen. Ist das dieselbe Insel, wo die Boje ist? Nein, dann scheint das die zweite Insel zu sein. Es gibt ja, glaube ich, nur zwei Inseln im Spiel. Dann lasse ich das U-Boot da mal ganz kurz U-Boot sein und ich gucke mich mal hier um. Ich glaube, hier war ich schon. Wir werden es ja gleich sehen, wenn da oben die ganzen Dinger sind, also die Gebäude, dann wissen wir, dass wir hier schon mal waren. Das sieht ganz danach aus, als war ich hier schon mal. Da ist die Aurora. Die Fahrt, führt eine Fahrt nach oben. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, hier war ich schon. Okay. Hier sind wir also. Hier wollten sie also landen. Okay. Ah, ich habe nichts mehr im Inventar, ne? Von daher können wir das auch nicht vergessen. Ja, gut, dann gehen wir wieder zurück. Zur Seemotte. Dann gibt es hier nichts wirklich weiteres Interessantes zu entdecken. Wo ist die Seemotte? Da ist sie, okay. Oh nein, ist nicht falsch gelaufen. Ist da unten. War das nicht hier unten irgendwo? Meter. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Irgendwie zum Strand kommen. Ich habe keine Zeit für euch. Scheiße. Ah, ich habe mich verlaufen. Oh nein, ich habe mich verlaufen. Ah, da hinten müsste es, glaube ich, sein, oder? 160, 140. Geht weg. Hinter dem Felsen ist es. Ah. Hier, genau.
Ach, ich glaube, ich bin hier richtig. Wenn ich hier runtergehe, müsste ich sie hier irgendwo sehen. Na toll, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Seemotte, wo bist du? Ah, da ist sie. Uralte Schwebe. So, dann mal wieder zurück nach Hause. Fragt sich nur, wo ist zu Hause? Da hinten. Ich habe eigentlich nur noch... Was soll aber das denn? Ich habe eigentlich nur noch eine Sache, die ich mir anschauen kann. Das da. So, ich werde mal ganz schnell noch. Seek fluid intake. Irgendwo konnte man. Das unten. Es hört sich so an, als würde meine Basis gerade auseinanderfallen. Ah, da, Energiezelle. So, ich würde sagen, ich mache mal hier an dieser Stelle einen Cut. Es war mir wieder ein großes Vergnügen, dieses Spiel zu spielen. Das Geräusch kann nicht gesund sein. Ich werde mal demnächst mal meine ganzen Sachen überprüfen, nicht, dass hier irgendwo Wassereinbruch ist. Ja, danke fürs Zusehen und in der nächsten Folge geht es weiter. Dann weiß ich, was wir machen. Wir lassen uns mal überraschen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.